Hallöchen erstmal. Kommst du zu Agony? Ja, mein Name ist Cytrix. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der jetzigen Folge an. Ich bin jetzt gerade aufgewärmt, muss ich ja zugeben. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kein Plan. So, wenn wir hier hingehen. Das reicht nicht. Wir so auf weiter vorgehen. Okay. Kann man einen Rat, einen Tipp geben, wie es weitergehen soll? Sieh mal einer an. Ich hab Zauberkräfte. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Oh, heiliger Kakatu. Bitte, was ist denn jetzt passiert? Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Ach, leck mir doch die Nüsse, ey. Ehrlich. Ich dachte, ich komme jetzt hier rein und alles tutti. Ich kann mir mit der Körperfunktion da einfach weitermachen. Nein, der Körper stoßt mich sobald aus, sobald ich in diesem Raum bin. Okay, alles klar. So zum Mitschreiben, wir müssen gucken, wie wir da das weiterkommen. Das heißt, ich glaube, wir fangen jetzt wieder vom Spiegel an, bevor es mal wieder angefangen haben, oder? Tolle Scheiße. Wir fangen mal einen Spiegel an. Na ja, komm, machen wir es ganz easy. Wir gehen jetzt hier durch. Klack, klack, klack. Ist das Tor offen? Ah, das Tor ist offen. Sehr geil. Body. My body, take it from me. Take my sins on your shoulders. Alter. No, you can't move the body. Siege eingeprägt. Wunderbar. Das Siege brauchen wir nämlich später. The Red Goddess. The only one. Oh mein Gott, sind wir alle seelenlose Seelen. Lecker. Köstlich. Notiz aber. Die umliegenden Wälder saugen die Mehrheit unserer Abfälle auf. Mich freut der Anblick der Arbeiter, die unwissend die Bäume fällen, die vom Blut ihrer Liebsten getränkt wurden. Mit Hilfe der von ihnen gesammelten Vorräte bauen sie langsam einen Burg zu Ehren der Göttin, womit sie den Kreis des Lebens und des Todes hunderter Märtyrer, die bei dem Bau ihr Leben ließen, schließen. Okay, sogar die Frauen waschen die Kleider ihrer Kinder in Bechern, die den Nachgeschmack ihrer Boah, wie krank ist das denn? Nachgeschmack ihrer Ehemänner haben. Wie wunderbar es ist, mehr als die anderen zu erkennen, Alter. Wie abartig. Und noch ein Apfel. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass dieses komische im Apfel aussieht wie... Und ein Flachs, wie eine Vagina? Sieht aus wie eine Vagina, Alter. Ohne Scheiß, ey. Sieht echt abartig. Hört auf zu reden. Ich mag auch die Stimme. Wo ist der Fähigkeitsbaum? Da. Finger die Rösch, die der Spieler bei der Tür vor sich geht. Verlangsamt die Zeit der Mütter. Ermöglicht dein Überleben von schwachen Angriffen. Come on.
So, haben wir jetzt unsere Schleichfähigkeit ein bisschen erweitert. Die Göttinnenkammer. Oho. Spooky, spooky, spooky. Ist schon geil gemacht, das Spiel. Ja, wir die seelenlosen Sklaven des Toten. Gut, durch wie durch die Hölle rasen hier. Da oben liegt auch noch was. Scheiße. Wie krass ist das denn? Hier war noch irgendwo so ein Objekt. Da bin ich. Ach, da ganz oben liegt das Objekt rum. Boom. Und es löst sich wieder Luft auf. Sehr schön. Statue erworben. Ja, sehr geil. Will you join us? Schließt du dich uns an, so, we can see much von hier more oben from ist die Aussicht viel besser. Don't forget this feeling. Use it to your advantage. Muss es uns zu der Vorteil, das Feuer wird dir den Weg offenbaren. Linien machen. Chill mit meinen eigenen Blut. Akzeptiert. Das Tor hat sich geöffnet. Das sieht geil aus, die Aussicht von hier oben. Alpha, was ist das? Sieht aus wie ein riesiges Gehirn mit Elektrostoßen. Die Dämonen, die dich, die langsam versuchten, zu dem Götterbaum hochzuklettern, aber es nie wirklich geschafft haben und zu Steinstatuen erstarrt sind. Das ist krass, ey. Sieht aus wie eine riesige Seelenbrücke da hinten. Sehr interessant. Alter, was ist das? Holy moly! Was zum Fick ist das? Alter. Ach, Scheiße. Die lebt noch. Ach, du Scheiße. Die wurde bei lebendigen Leib aufgespießt. Ist das ihr Kind? Oh mein fucking Gott. Oh Jesus fucking Cry. Oh, oh. Alter. Oi, 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 oi. Krasser Bullshit, Alter. Nicht schon wieder. Kommt denn da jetzt? Das ist gar nicht gut. Sowas würde ich mich, sollte ich mich eher nicht anlegen. He must have gone. Muss gehen. Wo ist denn so stark? So big and strong. He's afraid of a woman. Do I make you ashamed, my dear? You see, we're all of the same element. You differ in appearance, but you share the same animal instinct. Why don't you stop chasing after women and enjoy the pleasure of suffering? Just like other beasts.
kannst du mich wirklich retten? Why are you so doubtful, my love? Only a madman could go to all the trouble to meet me, without the least harm. You see, I'm above everything you believe in. The damned daughter of an infinite father. The one who brings balance into the damned relationship of blood and light. I feel how you're trembling with fear. I must admit you can ruin the atmosphere. But you know what? I'll give you one more chance. You see that huge tree in front of us? It connects the two worlds. It's your goal, the holy trail of blood. Let us meet there, and I'll return you to the world of the living. Run. Tear apart anyone on your path. And now, fly away. Let yourself be carried by the most primitive instincts. Let blood lead you. Let my kingdom shake in the face of your power. Erst einen Menschenkörper nehmen. Jawohl. Okay, das sieht ganz gut aus. So. Die nächste Folge wird sehr interessant werden, das sehe ich jetzt schon. Alles klar, Leute. Ich verabschiede mich hier schon mal im Voraus. Und ich sag mal, die Folge war auf jeden Fall spannend und lustig. Auch von meiner Seite aus. Und ich sag mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Agony wieder. Vergiss meinen Kanal nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ihr wisst ja, Kommentar, Däumchen und Abochen. Das freut den Zeit sehr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Zeitrex.